Schönen guten Abend, schön, dass ihr euch zu dieser späten Stunde noch eingefunden habt. Mein Name ist Sven Fössing. Ich denke mal, die meisten kennen mich hier als Sunny Fox. Ich leite hier das CERT und mache hier eigentlich schon seit 9 Jahren Sanitäter bei Chaos- oder chaosnahen Veranstaltungen. Zu meiner Person, ich bin 29 Jahre alt und in meiner Freizeit verbrate ich eigentlich viel Zeit bei der Feuerwehr und als Sanitäter neben meiner Tätigkeit im IT-Bereich. Ja, das Ganze hier, das ist so eine Stunde Vortrag mit einem bisschen, kann man sagen, Workshop dabei, ein kleiner Vorführung hier vorne. Einfach erste Hilfe für Nerds. Wie überlege ich einen Kongress, ohne nennenswerte Schäden davonzutragen? Und da werde ich jetzt erstmal hier so eine kleine von mir in Schwerstarbeit erstellte Präsentation vorführen. Ich komme mir auch ein bisschen komisch vor mit diesem Rednerpult, aber naja, gut. Ich werde mich nachher auch mal ein bisschen hin und her bewegen, etwas lauter reden, damit mich die Leute da hinten verstehen. Ja, gut, dann lege ich mal los. Und zwar fangen wir an mit den Grundlagen des Körpers. Um einem Nerd das mal ein bisschen nahe zu bringen, habe ich einfach mal ein paar Vergleiche erstellt. Genau. Und zwar einfach mal so aus dem PC-Sektor genommen, ein Gehäuse ist ungefähr vergleichbar mit der Haut des menschlichen Körpers. Ihr habt Schutzfunktion, Sauerstoff, Belüftungsfunktion. Das kann man ungefähr nahelegen mit dem eines menschlichen Körpers. Gut, machen wir weiter. Das Herz, das Netzteil unseres Körpers. Ne? Ohne die Pumpe läuft nichts, habt da keinen Strom, kein Rechner, schlägt das Herz nicht, ist der Rest eigentlich auch völlig Wumpe. Das Gehirn. Der Prozessor und der Speicher des menschlichen Körpers. Kann man in dem Sinne vergleichen, wie im PC-Sektor, der eine hat mehr, der andere weniger. Und auch bei den älteren Modellen lässt natürlich auch die Geschwindigkeit etwas nach. Ja, gut, was ist denn das? Sollen Adern darstellen? Ich habe kein besseres Bild vorhin bei Google gefunden. Ja, Adern kann man ungefähr vergleichen mit den Leiterbahnen, in dem Daten übertragen werden. Könnte auch ein Kabelbaum daneben setzen. Daten werden übertragen, Informationen werden übertragen, Funktionen werden übertragen. Das ist ungefähr die gleiche Funktion vom Körper her. Ja, dann gibt es noch so ein paar andere nette Gimmicks. Sehen, hören, reden, ja, das eigentlich zu den Grundlagen. So, jetzt habt ihr natürlich den Überblick, jetzt könnt ihr das vergleichen. Kommen wir zu den Sachen, wie komme ich jetzt auf den Kongress? Klar, jetzt ist der Kongress natürlich auch noch einen Tag länger. Wir haben einiges mehr an Vorträgen, Workshops, was uns unseren Körper und uns doch etwas mehr belastet. Wie überlebe ich das Ganze? Da haben wir eigentlich schon mal das Erste da drauf. Genau, Memme. Das ist kein Mann. Naja, nein, gut. Also, spätestens nach 2 Tagen ist jeder, der wach bleibt, selbst kein Mann mehr. Also eher nahe einem Untoten als einem menschlichen Wesen. Gut, das typische Beispiel oder was man hier auch machen sollte. Bitte? Das Gestell. Ach, Quatsch. Hey, hallo, ich würde doch nicht niemals was stellen. Hey. Nein, also Schlafen ist eine der besten Sachen und zwar einfach Regeneration des Körpers. Der Körper braucht Ruhe, auch wenn ihr meint, Quatsch, ziehe ich so durch, schaffe ich sonst auch zu Hause. Nein, also der Körper braucht wirklich mal ein bisschen Ruhe. Ihr solltet so, naja, mindestens sagt man immer so 6 bis 8 Stunden Schlaf. Ist hier natürlich unrealistisch. Das sehe ich selber ein, ich merke es ja auch selber. Man wird ja auch nachts des Häufigen bei uns geweckt. Es ist unterschiedlich. Zu Kongresszeiten würde ich es mal so auf 2 Tage einfach mal. Also der menschliche Körper sollte eigentlich 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag kriegen. Aber wie gesagt, also es wäre schön, wenn ihr es doch wenigstens so schafft, mal 4 Stunden eure Äuglein zu schließen und euch mal ein bisschen zu regenerieren. Jetzt kommen so interessante Sachen. Das kennt ihr alle.
Ne? Mehr als Mate brauche ich hier auf den Kongress nicht, das reicht. Ich trinke ja sonst den ganzen Jahr nichts anderes. Gut, okay, das sind zwei schöne Getränke, auch sehr häufig von unserer Spezies konsumiert, aber auch nicht wirklich gut für unseren Körper. Klar, man sagt, ey, Flüssigkeit, 2 Liter am Tag soll ich trinken, ich trinke 4 Liter Mate und 2 Liter Kaffee, das reicht. Nein, und zwar, das Ganze hat nämlich einen netten Anteil, und zwar Koffein. Und das entzieht dem Körper Flüssigkeit, die er dringend bräuchte. So, und jetzt werde ich euch schockieren vielleicht. Was ihr selten gesehen habt, manche noch nie. Das hilft. Davon solltet ihr mindestens im Normalfall 2 Liter Wasser trinken. Schöne Flüssigkeit, geschmacksneutral, hilft. Und damit meine ich nicht das Ding, was man zu Hause aus Plastik da rumstehen hat. Vitamine helfen einem Körper doch sehr. Einfach, um auch wieder in Schwung zu kommen, morgens zum Aufwachen. Ich würde ja jetzt sagen, ne, Vorbildfunktion mache ich auch natürlich nicht. Mich hat mal wirklich auf einer Demonstration jemand gefragt, weil sie sich nicht traute, mir eine Tafel Schokolade anzubieten, ob ich denn Veganer wäre. Und da habe ich gezeigt, sag mal, Mädel. Also, naja gut, danach hatte ich eine Tafel Schokolade. Okay, also mit Vitaminen könnt ihr euren Körper auch ein bisschen so in Schwung bringen. Das ist gut, ne? Ich sag ja zu deutschem Wasser, noch in Erinnerung rufen. Außenwelt, Real Life. Nicht nur da, wo der Pizzamann herkommt, sondern, also, wir haben das viel bei uns im CERT, dass die Leute ankommen, boah, ich habe Kopfschmerzen und mir geht's überhaupt nicht gut und hast mal 1 bis 10 Aspirin für mich. Dann sage ich erstmal, was hast du denn heute so gemacht? Ja, vom Rechner gesessen, ja, 12 Vorträge angeschaut. Was hast du denn so getrunken? Ja, Mate. Und sonst? Boah, Kaffee. Gegessen. Ja, und sonst so gemacht? Ja, ein bisschen was geraucht. Ja. Gut. Warst du denn schon mal draußen an der frischen Luft? Wo? Es ist ja hier, man muss einfach mal der Vorteil sagen, dass man aufgrund der Situation, dass man sich hier nichts an sich verlassen kann, doch einige auch nach draußen gehen zum Essen. Hat schon mal einen immensen Vorteil, an die frische Luft zu gehen. Um mal zu meiner Geschichte wieder zu kommen mit den Kopfschmerzen. Wenn ihr sowas habt, Kopfschmerzen, ihr fühlt euch nicht ein bisschen gut, trinkt mal so einen halben Liter Wasser und geht mal so für eine halbe Stunde, Stunde, ich weiß, man verpasst einen wichtigen Vortrag, geht einfach mal in die frische Luft. Das wirkt Wunder. Das ist auch besser, als sich die Chemie reinzukloppen. Klar, fühlt man sich da auch besser. Aber es ist ja, denke ich mal, nicht Sinn und Zweck der Sache. So, ich glaube, ja, ha, genau. So, das war es erstmal zu der Präsentation. Jetzt kommen wir zu dem... Moment. Könnt ihr mich noch verstehen? Ja. Hä? Nein, ich habe es doch noch gerade so eben hingekriegt. Du hast gerade seinen Puls gemessen, nachdem ich ihn versucht habe, etwas hochzuscheuchen. Was hast du so festgestellt? Also ich habe eigentlich keinen Puls. Oh, hallo? Shit. Genau. Und zwar, was ich gerade noch ein bisschen vorführen wollte, ist eigentlich, aber der Kollege hier ist ein bisschen unschreckhaft.
Schade, normalerweise habe ich immer Glück. Die Leute sind bis nach einer Stunde sehr hektisch danach. Ich wollte mal so ein bisschen Technik. Einfach mal so jetzt so ein paar Grundlagen, die Sachen, die hier auf dem Kongress passieren können. Wie zum Beispiel, jemand gerät unter Schock. Das heißt, er wird schnell wach, erschreckt sich wegen irgendeinem Vortrag oder so. Ja. Also, das so mal nebenbei. Auf den Schock werde ich dann gleich mal näher eingehen. Also, wir stellen jetzt mal eine schöne, typische Kongresssituation nach. Ich bräuchte mal irgendjemand, der ein Notebook zur Verfügung stellt. Bonka! Schön, dass du... Es kann ruhig... Kannst du schließen, der soll nicht dran tippen. Sehr schön. Jetzt brauche ich mal einen Freiwilligen. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Ja, dann komm doch ruhig nach vorne. Lass mich raten, ich soll die Truppe dann nachher erschießen oder sowas, ne? Gut, okay. Also, dann nimm einfach mal Platz, rutsch ruhig ein bisschen näher ran. Genau, und leg mal deinen Kopf so da drauf. So, genau. Okay, also das ist so eine typische kongressähnliche Situation. So nach 2-3 Tagen, man kommt da hin, der Kollege schläft da oder liegt da, man denkt sich, naja, der pennt. Gut, jetzt kann man natürlich einige Parallelen, die im richtigen Rettungsdienst viel wert sind, nicht nehmen hier beim Kongress. Und zwar, meine Güte, der riecht aber komisch. Weil spätestens nach 48 Stunden ist das... völlig egal, und hier unten im Puma-Käfig ist das eh schon vergessen. Ja, also das zählt nicht. Naja gut, okay, man beobachtet das ein bisschen. Gut, man merkt so, puh, bewegt sich ja gar nicht mehr, das reagiert ja gar nicht. Also geht ihr dahin. Was macht er zuerst? Ihr achtet nicht darauf, ob die Root Shell offen ist. Ihr lasst mal hiervon schön die Finger von. So, ihr geht dann vorsichtig hin und so, hallo, 21, 22, 23, okay, ich mache das jetzt hier nicht ins Mikrofon, aber hallo, schade, also ein IBM-Notebook ist was wert, aber okay, dann versuchen wir es mit der höflichen Variante, hallo, doof. Ja, ich stehe zu meinem XP. Ich habe keine Zeit, 3 Stunden hier vor einen Kernel zu kompilieren, irgendwelche Upgrades zu fahren oder sonst irgendwas. Ich habe 3 Stunden vorher Zeit, den Workshop davor zu bereiten. Okay, gut, wir haben ein Hallo, auch keine Reaktion. Jetzt könnte man ein bisschen... grober werden, so. Auch nicht. Wir aus dem Rettungsdienst, wir machen dann, das nennt sich, wir überprüfen, ob ein Schmerzreiz besteht. Nein, ich meine nicht ausholen, treten, sondern noch so die harmlosere Variante. Kommen also hin, kneifen zum Beispiel mal hier in den Unterarm rein. Hier ist eine sehr empfindliche Stelle. Ohrläppchen hier oben könnten auch empfindlich sein. Was man heutzutage nicht mehr macht, ist in die Nase reinzukneifen. Ist zwar sehr empfindlich, aber mir wurde mal vor kurzem noch gesagt, nee, das macht man heute nicht mehr. Ich habe es damals gelernt, aber naja, gut. Gut, reagiert immer noch nicht. Das ist doof. Jetzt ist der Moment, wo ihr im Gelände hier seid und euer Deckt holt oder jemanden anders und die Nummer 112 schon mal am besten wählt.
Dann landet er bei uns und der freundliche Dispatcher vom Dienst wird dann sagen, okay, zum Notruf absetzen komme ich nämlich gleich, da erkläre ich euch nochmal ein bisschen, wie man das am besten richtig macht, in Ruhe und ohne Panik. Gut, ihr habt uns jetzt gerufen, weil ihr habt hier jemanden, der liegt, der reagiert nicht. Und wir sagen, du sind jetzt gerade nicht da, wir haben schon Notfälle. Ist das ein Kerl? Ja, nein, wir kommen nicht. Natürlich nicht. Wir haben auch Damen im Cert, also so ist es ja nicht. Ne? Wir schicken mal jemanden vorbei oder es dauert länger oder wir sind halt nicht da. Gut. Okay, jetzt ist das natürlich ein bisschen ungünstig, um überhaupt da irgendwas zu machen. Also holen wir denjenigen mal vom Stuhl runter. Gut, sie hat natürlich jetzt den Vorteil, da wirklich hier zu reden. Das ist natürlich dann. Ja, ab meinem Körpergewicht, also so ab ca. 130 Kilo, wird die Sache interessanter. Ab 150 Kilo braucht man für eine Reanimation drei Leute, weil dann macht man das abwechselnd via Bodycheck. Wie hebe ich jetzt jemanden gut und sicher aus diesem Stuhl und bringe ihn in eine Position, wo ich auch ein bisschen Kontrolle machen kann, Vitalfunktionen überprüfen, weil ihr seht ja, hier ist alles ein bisschen enger verbaut und so weiter. So, wie mache ich das jetzt richtig? Was? Sehr gut. Der sogenannte Rettungsgriff. Nochmal versuchen. Hallo! Ist doof, reagiert immer noch nicht. Sicher, jetzt ist das ganze System frei, aber dann lassen wir jetzt immer noch die Finger. Wer würde sich denn mal so die stabile Seitenlage zutrauen? Wow, das wird hart. Aha, danke. Ja, genau, Applaus.
mache es wirklich einfacher, wenn Mädels vor mir liegen. Keine Angst. Okay. Also, genau, du kommst jetzt nochmal dahin und machst nochmal so die Tests. So. Einfach so. Ja, hallo, mal ein bisschen. Hallo und hier. Weiter was? Nein, also. Okay. Ja. Auch wenn es bei Frauen noch empfindliche Stellen gibt, da lassen wir mal schön die Finger. Ja. Okay. Gut, also wir kommen hin. Ja. Bewusstsein ist nicht da. Schauen wir mal, die Atmung ist noch aktiv. Ja, das ist gut. Schon mal perfekt, also für uns weniger zu tun. So, so wie sie jetzt da gerade liegt, ist natürlich schlecht. Und zwar können nämlich hier die Atemwege verschlossen werden, zum Beispiel durch die Zunge. Achso, kannst du mir anlassen. Okay, alles klar. Und zwar, die, hier ist, besteht natürlich die Gefahr, dass wenn man jemand jetzt so flach liegt, dass die Zunge zurückfällt und die Atemwege versperrt. Und Patient irgendwann dran erstickt. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht irgendwie ein Fremdkörper im Mund hat. Irgendwas gegessen hat, dabei ohnmächtig geworden ist. Es soll jetzt keine Anspielung auf Essen hier sein, also ich verstehe es nicht falsch. Irgendwas gegessen hat oder sonst irgendwas, was halt irgendwie sich verspätet. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr einen Bewusstlosen habt, mal zum Beispiel, das macht ihr vor der Reanimation, aber einfach mal den Mundraum kontrollieren. Wichtig dabei ist, nicht einfach die Griffe rein in den Mund, weil das Problem ist nämlich, es kann passieren, dass der Patient just in dem Moment, wo man schön da reinhält, wach wird. Und Haken an der Sache, der menschliche Körper ist da erstmal ein bisschen primitiv. Der denkt sich, hä? Das gehört da nicht hin. Und dann macht es einmal rapp. Und das Gebiss kriegt ohne Probleme so einen Fingerknochen durch. Wirklich ohne Probleme. Im Schock, im Erschreckenzustand einmal raps und dann sind die Finger ab. Gut, er hat dann definitiv einen Fremdkörper im Mund. Aber die Sache ist halt, sagen wir mal, ich sage mal, für ihn auch unangenehm und für euch noch unangenehmer. Die Chirurgie ist natürlich schon weit heutzutage, aber wehe dem, er schluckt es wirklich runter. Weil das kriegt kein Arzt so schnell rausoperiert, dass es nicht schädlich ist. Ja, gut, okay. Also, wenn ihr den Mundraum kontrollieren wollt, dann macht es folgendermaßen. Macht den Mund auf und drückt so rein. Und drückt mit den Fingern so rein. Sollte der Patient nämlich jetzt wach werden, denkt er sich, was ist das? Und beißt zu und merkt, aua. Und denkt sich, okay, lass mal, das ist eine dumme Idee. Gut, Vorteil für uns, Patient ist wach, man kann fragen, was los ist. Ne? Vorteil für ihn auch, er ist wach und er kann wieder sich an seinen Rechner setzen. So. Jetzt habt ihr den Bewusstlosen. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, noch bevor ihr, also, oder jetzt gleich nach der stabilen Seitenlage, wenn ihr zum Beispiel keine Leute findet, die wissen, was mit dem los ist, auch mal wirklich nicht ans Portemonnaie gehen und gucken, wie viel Kohle dabei hat, sondern zu gucken, hat er irgendwelche Ausweise dabei, Informationen über Krankheiten, Diabetes, sowas in der Art. Ist halt heutzutage auch ziemlich weit verbreitet. Bei Diabetes könnte es zum Beispiel auch sein, als wäre er besoffen, zum Beispiel eine ziemliche Fehlleitung. Viele denken, naja, gut, rufe ich die Polizei, ist ein Alkoholiker, der hier am Bahnhof liegt, aber hat der Kerl Diabetes. Ist natürlich dann auch schlecht. Also wie gesagt, sowas könnt ihr dann zum Beispiel auch machen. Wenn jemand fragt, sagt er einfach, nee, wir würden gucken, ob ihr Krankheiten habt, dann habt ihr wenigstens auch noch ein Zeugen dabei. Gut, kommen wir nun zur stabilen Seitenlage, wo du jetzt schon die ganze Zeit hier sitzt und ich hier erzählen bin. Ja, das hast du schon mal gemacht. Sehr schön. Kriegst du das auch noch hin? Ich glaube. Dann mach das doch einfach mal. Ja, am besten, ich weiß nicht, die anderen mal so aufstehen, wenn ihr das... Also sagen wir es mal so, die sich das nicht mehr zutrauen, am besten auch mal aufstehen, sich das genau angucken.
Es ist der Vorteil hier nach 12 Uhr meiner Beendigung des ganzen Workshops, ist hier ja nichts mehr. Und ich habe auch kein Problem, dass die Leute, die es interessiert, danach nochmal hier bleiben. Und gut, und in der kleinen Gruppe wir die Sachen nochmal so gemeinsam durchgehen. Das ist kein Problem, die Zeit habe ich. Hauptsache, ich kriege meine mindestens 4 Stunden Schlaf. Okay, dann leg mal los. Wie fängst du damit an? Ja, genau. Das ist der sogenannte, man setzt dann den sogenannten Portemonnaie-Griff an. Also nicht Ihr Portemonnaie nehmen, sondern Ihre Hand an Ihrem Gesäß. Kann man machen, ja. Ja, und zwar folgendes mit dem Arm. Du machst folgendes. Und zwar, das Bein mal wieder zurück. In die Richtung, und zwar um den Portemonnaie-Griff anzusetzen. Halt mal. Kann man das Ganze nämlich, weil um jetzt nicht so und hier runtersetzen, kann man dieses Bein anwinkeln. Und man kann die junge Dame, ohne sie jetzt intim zu berühren, weil ich glaube, das wäre auch sehr unangenehm für beide, wenn sie dann wach wird. Man kann einmal, und man dreht, um das Gelenk auch zu entlasten, die Hand so um, sodass da wirklich ein Portemonnaie-Griff entsteht. Die Kamera ein bisschen ranzoomen, am besten noch 70er Jahre Pornomusik spielen oder so, der Griff. So, und dann sitzt das Ganze wieder zurück. So hast du nämlich die Möglichkeit, dass du sie leicht darüber heben kannst. Okay. Genau, jetzt kannst du so am Gesäß und am Bein. Am besten ziehst du nicht. Genau, den Arm setzt du vor den Kopf ab. Und wenn du rüber ziehst, ist es ganz wichtig, dass ihr auf den Kopf achtet. Weil der Kopf bekommt nämlich einen Schwung und schlecht, wenn er aufschlägt. Gut, eine offene Kopfplatzwunde ist einfacher zu behandeln. Es ist was Chirurgisches als... So, jetzt machst du folgendes. Den Arm, die Hand. Genau. Genau, jetzt hast du eine Stabilität und die Hand setzt du davor und den Kopf, genau, ganz wichtig, überstrecken. Jetzt hat das Ganze, um das mal ein bisschen zu erläutern, warum man das macht. Man sagt zwar, stabile Seitenlage muss ich beim Bewusstlosen machen, und warum mache ich das eigentlich? Es ist einfach darum, um die Atemwege frei zu machen, und es passiert nämlich häufig bei Bewusstlosen, dass die erbrechen und ihr das gar nicht mitkriegt. Und so habt ihr nämlich durch die Körperhaltung, die da jetzt gegeben ist, einfach eine Schräge drin, sodass das Ganze ablaufen kann. Und ihr habt durch die Kopfüberstreckung, habt ihr einfach die Atemwege frei, dass ihr eine freie Strecke habt. Das ist eigentlich so. Du kriegst jetzt gerade schlecht Luft? Ja, dann lass ihn, um Gottes Willen. Gut, andererseits macht das natürlich den Vortrag hier ein bisschen realistischer. Aber gut, das wollen wir natürlich nicht. Du kannst natürlich auch gerne, die haben das jetzt gesehen, wieder so in die normale Sitzhaltung zurück. 70er Jahre Musik. Okay, es ist halt wichtig, dadurch, dass die Atemwege frei sind, dass Erbrochenes ablaufen kann. Dazu ist eigentlich hauptsächlich die stabile Seitenlage vorgesehen. Ja, so, dann danke ich erstmal dir recht herzlich. So, kommen wir zu der Situation. Wir sind jetzt nochmal bei Bewusstsein, ist nicht da. Atmung ist auch nicht da. Und das ist ehrlich gesagt doof. Ne? Jetzt ist es ja so, man sagt, man kommt dahin, kein Bewusstsein, keine Atmung, Kreislauf ist auch nicht mehr da. Genau, er ist tot, Jim. Das ist natürlich, also es ist so, dass ich als Sanitäter und als Feuerwehrmann nicht hingehen kann und sagen kann, der ist tot. Würde mir die Sache vereinfachen manchmal,
Weil so eine Dreiviertelstunde reanimieren, da hat man Tage was von. Definitiv. Ja, also, ihr kommt halt hin, keine Bewusstseinsatmung, Puls mehr und ihr müsst dann halt die kardiogene pulmonale Reanimation machen. Jetzt ist es so, dass früher immer ja gelernt wurde, die 15-2-Methode, die 5-1-Methode mit zwei Helfer, ein Helfer und Beatmung und so weiter. Heutzutage ist interessante Geschichte dazu. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich auch so mit dem KM angefangen habe, habe ich einfach mal so junger Helfer gesagt, so eigentlich jetzt mal ernsthaft. Wir bringen das bei den Soforthilfemaßnahmenkursen immer bei, Beatmung. So, selbst ich als in Anführungsstrichen Hobbyretter finde das natürlich auch ekelhaft, weil es ist nicht so wie in diesen schönen Filmen, diejenigen, die reanimiert werden müssen, sind nicht weiblich, Mitte 20 und gut gebaut. Sondern sie sind meistens so Anfang 50, männlich und, naja, jenseits der 130 Kilogramm Gänze. So, das ist natürlich nicht schön. Das ist jetzt gerade natürlich nicht schön für jemanden, der überhaupt keine Ahnung daran hat. Der jetzt einfach mal an einem Verkehrsunfall vorbeikommt oder jetzt, ne, ich sag, zwei Tage hier im Puma-Käfig sitzen. Wartet noch einen Tag und er lebt wieder. Macht ruhig weiter. Ah, Wasser. Ja, also, das Problem ist dann einfach, dass ich dann gesagt habe, ja, warum sagt man nicht einfach, wenn man jetzt, sagen wir mal, reanimiert und also Herzkompression macht. Dadurch werden die Lungenflügel ja auch bewegt und es kommt ja auch ein gewisser Prozentsatz wenigstens in die Lunge. Weil das kann man den Leuten ja einfach mal näher bringen, zu sagen, hey, es ist ja kein Problem, mal eben anzufassen und zu drücken, weil es gibt einfach, es ist einfach so, viele sagen einfach, nee, beatmen, ich weiß, es könnte ihm helfen, aber es ist einfach ekelhaft und sagen, ich habe es vergessen, ich mache es nicht mehr. Habe ich gesagt, warum macht, ne, habe ich einfach mal so die Frage im Raum gestellt, warum macht man das nicht einfach so? Man bringt es den Leuten bei, es wäre besser mit uns, aber es zögert die Zeit auch um einen gewissen Prozentsatz heraus. Bis der Rettungsdienst da ist, hilft es vielleicht. Da wurde gesagt, kann man doch nicht machen, um Gottes Willen, erzähl sowas niemanden und das kann man, das geht überhaupt nicht und der Sauerstoffanteil, der reicht nicht, der da reinkommt. Ja, seit 2 Jahren ist das Ganze Lehrmeinung. Fand ich natürlich auch sehr interessant. Dann meinte natürlich jeder, das ist eine super Idee, das ist toll. Gut, dass das natürlich so ein kleiner Sanitäter das mal vor ein paar Jahren mal so angemerkt hat. Ist ja klar, aber es ist halt schön, was sich da ändert. Und es gibt jetzt was Neues. Seit kurzem gibt es nämlich noch eine neue Richtlinie, die besagt, hey, wir machen nicht mehr 5-1, wir machen nicht mehr 15-2, wir fangen auch nicht mehr mit dem Beatmen an. Das resultiert nämlich jetzt auch davor. Früher hat man ja immer einfach mit zweimal Beatmung angefangen. Man kam zum Patienten hin und hat erstmal Luft reingepumpt. Jetzt ist die Lehrmeinung, man macht 30 Mal drücken, zweimal beatmen. 30 Mal drücken, zweimal beatmen. Das ist irgendwie eine Richtlinie, die ist gerade mal 2 Wochen alt. Naja, macht man jetzt. So, jetzt, toll, jetzt erzählt er uns hier drücken und... Jetzt könnt ihr ein bisschen an euch rumspielen. halt mal bitte. Ich spreche laut. Okay. Also ihr habt hier... Ach, der Stream. Moderne Technik. Ihr habt jetzt natürlich da jemanden liegen, der reagiert nicht, der hat keine Bewusstsein, Atmung, Kreislauf. Ihr habt das CERT gerufen, die haben gerade keine Lust. Ihr habt den Rettungsdienst gerufen über Handy hier in Berlin. Die sagen, oh, wir haben gerade terroristisches Attentat und das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis da mal irgendwas kommt. Und dann müsst ihr loslegen. Jetzt kommt natürlich der interessante Teil. Erstmal dürft ihr den oder diejenigen ausziehen. Das heißt, also... T-Shirt aus. Es ist immer schön so, wie die Ärzte reanimieren in den Filmen, so, da bleibt der BH an.
Also ich möchte mal eine Defibrillation sehen bei einem, BH mit Metallbügel. Das sieht bestimmt sehr lustig aus danach. Das sprüht bestimmt Funken. Gut, also wichtig ist, wenn ihr den Patienten dann, ihr habt den ja natürlich dann so auf dem Rücken vor euch liegen, dass ihr erstmal auch da könnt ihr dafür sorgen, dass die Atemwege freikommen, nämlich auch indem ihr einfach den Kopf überstreckt, sodass die Zunge einfach nicht mehr zurückfallen kann. So, dann fangt ihr an. Ihr drückt 30 Mal. Jetzt ist es so, wie machte man das am besten? Also, bei mir ist das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger, aber ihr könnt das jetzt ruhig nachmachen. Ich bin's nicht. Also, ihr greift mal so hier so in der Gegend. Mein Gott, bin ich dick geworden. Letztes Jahr ging das noch einfacher. Also, ihr greift da mal so ein. Ihr könnt das jetzt auch machen. Ja, genau, ja. So, und dann merkt ihr hier irgendwo ein Dreieck. Ja, genau. So, hier ist irgendwo so, ne, ein schönes Dreieck. Einen Finger. Darüber. Zwei Finger. Darüber. Auch die hintere Reihe kann das nachmachen. Ja. Und dann setzt ihr den Handballen darüber an. Genau. Und dann den nächsten. Ruhig. Oder? Okay. Ja. So. Wenn ihr jetzt macht ihr das, wenn ihr dann mit anfangt, 30 Mal. Macht das bitte nicht so wie in den Filmen. Weil das bringt so ganz und gar nichts. Ihr müsst wirklich Kraft anwenden. Ein Brustkorb, der macht ordentlich was her. Ja, also ich habe mal, ihr kennt ja alle noch diese schöne Erste-Hilfe-Ausbildung, diejenigen, die einen Führerschein haben. Und da an dieser schönen bisschen Puppe knuddeln. Ihr habt ja diese schöne Puppe vor euch und ich habe mir dann immer so den Spruch so überlegt, hey, sagst du einfach mal, weil die Finger dann immer so an, ne, und total unbeholfen. Und habe ich mir so überlegt, ich kann es mal sagen, denken Sie dabei doch einfach mal an Ihre Frau. Gut, das habe ich einmal gemacht, danach konnte ich den Brustkorb und die Puppe austauschen, weil der Typ... Das hat dann nichts mehr gebracht. Ich habe dann einfach gesagt, denken Sie an jemanden, den Sie lieben. Egal wen. Also, wichtig ist, wenn ihr euch dann da vorkniet, dass ihr euch, ich zeige euch das jetzt mal. Nicht wo geht es hier nach Mekka, sondern einfach richtig, um Stabilität zu bekommen. Weil wenn ihr oder... Kann es immer sein, es gibt ja diese interessante Spezies, die sich Gaffer nennt. Immer sehr interessant. Ich find das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also jeder Sani oder so hat gerne mal eine Fangruppe dabei. Ich bin eigentlich auch dafür, dass sie so Banner oder sowas mal kriegen. Das finde ich ganz interessant. Okay, um mal wieder ernst zu werden. Ihr kniet euch richtig stabil hin, weil es kann immer ein bisschen so, dass die Leute anstupsen und... Ich kann das auch rausschneiden. Ja. Und durch Kommentare, lasst euch durch Kommentare von Gaffern nicht aus Ruhe bringen. Die wissen immer alles besser. Könnt dann sagen, macht doch selber. Aber es gibt da also wirklich so diverse Highlights. So aus meinem Leben, da habe ich schon einiges erlebt. Da kamen dann so Sprüche wie Dachstuhlbrand voller Ausdehnung, sind da gerade am Ausräumen, die Leute kommen raus. Ist hier was passiert? Naja, wissen Sie, wir haben samstags morgens 5.30 Uhr nichts anderes zu tun. Wir machen mir einfach mal lang. Oder schwerer Verkehrsunfall, Straße ist gesperrt, ich bin der und der, ich muss hier durch. Ja, dann versuchen Sie mal über die Autos drüber zu fahren. Mein Lieblingshighlight ist einfach immer noch, bei Hans Meiser sieht das aber anders aus. Und das sind wirklich Sprüche, die ich also auch definitiv in meinem Leben schon gehört habe. Okay, kommen wir wieder zur Reanimation. Wir knien uns also davor,
Und drücken durch. Wichtig ist, dass wir ganze uns darüber beugen und in dem Winkel. Ich kenne mein Glück. Also, wir drücken durch und dann geht das Ganze los. Und man bewegt sich also mit seinem ganzen Körper, weil einfach man da die bessere Bewegung hat. Je nach Patientengröße, wie gerade das Mädel gesehen habt, meine Größe, müsst ihr natürlich weniger oder mehr Kraftaufwand kriegen. Es kann natürlich passieren, dass es irgendwie mal Knack macht. Was ja mal völlig einfach scheißegal ist, weil derjenige ist in dem Moment tot und den interessiert es einfach nicht, ob der eine Rippe oder zwei gebrochen hat. Aber es wird halt immer schon gesagt, ist nicht schlimm, ist egal, passt trotzdem ein bisschen auch. Auch dadurch können lebenswichtige Organe immer noch durchtrennt werden. Das wird eigentlich so nie erzählt, also seid danach ein bisschen vorsichtiger, weil es ist schon häufiger vorgekommen, dass jemand eigentlich durch die Reanimation eher ums Leben gekommen ist als vorher. Aber gut, lasst euch nicht dadurch und ihr drückt dann 30 Mal. Jetzt kommen, kenne ich so aus der Erste-Hilfe-Kurve, viele fragen, ja, aber den Punkt, den finde ich doch nie wieder, da muss ich doch jedes Mal das Gleiche machen. Ich habe gehört, man kann sich mit einem Kugelschreiber ein Kreuzchen da reinmachen oder mit einem Stift. Klar kann man das, aber wenn ich 30 Mal in den Brustkorb eindrücke, habt ihr so einen blauen Punkt da drauf. Also ihr findet das Ding garantiert wieder. Ja, es ist so. Es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ein Hämatom. Es ist ja einfach nur ein Druckpunkt, der entsteht. Wie gesagt, es ist demjenigen egal. Den interessiert das in dem Moment nicht, außer er sieht es natürlich 2 Meter über euch. Ja, also ihr legt dann los. Und dann zählt ihr ruhig laut mit. Das sieht zwar lustig aus, und die anderen denken sich, kann der nicht zählen, das kann er doch auch leise machen. Macht es einfach. Wenn ihr zum Beispiel zu zweit seid, das heißt, der eine macht Beatmung, ihr drückt, ist es einfach besser. Und ihr legt dann los. 30 Mal durchgehen. Ihr beatmet oder der Kollege beatmet. Die Beatmung selber kann ich jetzt natürlich nicht so gut zeigen. Auch die Herzdruckmassage, weil wenn ich das bei einem lebenden Patienten mache, können wir danach wirklich reanimieren. Bei der Beatmung ist wichtig, einfach Kopf überstrecken, vorher gucken, wie gesagt, Fremdkörper drin, achtet darauf, dass ihr reindrückt. Ja, und dann könnt ihr euch aussuchen, Mund zu Mund, Mund zu Nase Beatmung. Es gibt immer unterschiedliche Lehrmeinungen. Der eine macht das so besser, der andere macht das so besser. Ich zum Beispiel, wenn ich sowas machen muss, also ich habe mir zum Beispiel, jetzt habe ich meinen Schlüssel nicht dabei, kriege da bei eBay für 50 Cent, manche Hilfsorganisationen verschenken die, verkaufen die, wenn er da mal hingeht. Das sind so kleine rote Päckchen. Da ist eine kleine, ganz mini. Ja, hast du Wonka bei? Perfekt, komm doch mal nach vorne kurz. So liebe ich das natürlich, meine Leute von meinem Team, die haben sowas. Genau. Also das, ne, stört nicht wirklich und kommt halt auch nicht raus. So schnell stimmt sich das nicht. Naja, man sagt so, ab 3-3,5 Minuten treten erst die ersten Hirnschädigungen auf. Genau, das ist jetzt eingepackt. Das ist also so eine kleine Folie, die mit einem kleinen Luftröhrchen drüber. Das kann man dann über den Mund legen und kann somit den Patienten beatmen. Wie gesagt, ist nicht teuer, ich kann es einfach nur empfehlen. Ich sage selber, also ich ekel mich da auch vor, wenn da jemand meines Geschlechts da liegt und da auch etwas, nun ja, behaarter im Gesicht ist. Ja, so, das Ganze macht er 2-3 Mal und dann guckt er mal, ob das Ganze Wirkung hat. Ihr werdet es nie erleben, also ich habe es bis jetzt jedenfalls noch nie erlebt, dass jemand wach geworden ist, so wow, wie in dem Film, so oh, ich bin wieder da und danke, ihr habt mir das Leben gerettet und abzieht.
Leider ist das nicht Realität. Es ist auch, man sagt so, hey, ich habe reanimiert, ich habe jemandes Leben gerettet. 90% der Reanimierten sterben 2-3 Tage später im Krankenhaus. Es ist einfach so. Das ist einfach knallhart. Die Leute, da ist nochmal das hat einen Defekt. Wir haben es mal ein bisschen rausgezögert, aber richtig bringen ist es halt selten. Ich habe bis jetzt auch erst eine kennengelernt, die irgendwie ein paar Monate später nochmal zu einer Veranstaltung kam, wo wir sie vorher reanimiert hatten und der es wieder gut ging. Habe ich bis jetzt einmal erlebt. Aber gut, also wie gesagt, das dazu. Gut, jetzt haben wir Bewusstsein, Atmung, Puls, Reanimation. Was mache ich bei einem Nerd, der da rumsieht, rumriecht und nichts mehr tut? Wie gesagt, wie ich an die Rootshell rankomme oder so, da müsst ihr andere Workshops besuchen. Dazu kann ich weniger was sagen. Ich würde euch jetzt zum Abschluss noch gerne, weil hier sind gerade so auch Jüngere. Was? Notruf, ich wollte es noch erzählen. Ach so, stimmt. Boah. Danke. Genau, wie setze ich einen Notruf ab? Und zwar, ich kenne das halt so von Kollegen, die halt in Leitstellen setzen, die erzählen natürlich immer so gerne so Geschichten. Da ruft einer an, ist ganz hektisch, machen sich dann natürlich tierisch darüber lustig, oh, die dumme Kuh hat vergessen, mir die Stadt zu nennen oder sowas. Ja, es ist halt wirklich blöd. Diese Handys haben so gerade den Leitstellen doch so einigen Ärger bereitet. Das ist halt so wirklich so, wenn früher mal ein Verkehrsunfall war, kam ein Anruf. Wenn heute ein leichter Verkehrsunfall mit Blechschaden, also ein Auto fährt aufs andere drauf, so puff, dann direkt kommt natürlich auch auf die Siedlung, aber es ist alles so. Und dann hat man 30 Anrufe. Deutsche Bürokratie sagt auch, die müssen alle registriert werden. Viel Spaß. So, also, wie setze ich einen Notruf ab? Hallo, mein Name ist... Ja, der fragt dann hinterher meinen Namen, aber ich setze einfach so, hallo, mein Name ist, weil dann merkt er auch zum Beispiel der Disponent am anderen Ende, okay, da meint es eher einer ernst. Und das ist eine Sache von 2 Sekunden. Ich melde hier einen Unfall, irgendwie Schwerverletzten oder sonst irgendwas. Gut, meistens wird er euch auch fragen. Er geht ja auch eine Liste ab, was er von euch bräuchte. Aber wichtig ist einfach beim Absetzen eines Notrufs, dass ihr sagt, genau wo ihr seid und in welcher Stadt ihr seid. Weil wenn ihr sagt, ich bin ja in der Berliner Straße, die gibt es in dem Einzugsbereich dieser Kreisleitstelle, wenn ihr Pech habt, 10-mal. Und das ist auch wirklich schon vorgekommen, dass der Disponent das nicht richtig, dass derjenige schnell aufgelegt hat. Er hat gesagt, ja, hier liegt meine Mutter, wir wohnen hier Berliner Straße so und so, vergessen hat Name zu sagen und hat aufgelegt. Ist in dem Moment natürlich auch verständlich. Da hat jemand eine Scheißangst. Die Leute, die rufen dann natürlich auch zum Beispiel Polizei an. Wir haben Leute bei uns gehabt, in meiner alten Feuerwehr, wo ich war. Da rief dann einer an, nicht über die Notrufnummer, sondern über die normale Nummer der Feuerwehr. Hat dann gesagt, ja, ich hätte gerne den Kameraden so und so gesprochen. Ja, der ist eben oben, ich hole den, dauert 2 Minuten, kein Problem. Der ging also rein, ja, hi. Ja, Günther, wie geht's dir? Ja, ganz gut, sag mal, könnt ihr vorbeikommen, bei mir brennt die Küche. Das ist... Ja? Das ist jetzt also wirklich kein Scherz oder so, das ist also wirklich bei uns damals mal passiert. Und deshalb, er hat natürlich auch gesagt, bist du bescheuert? Und sind natürlich rausgefahren. Aber wie gesagt, das sind halt so wichtige Sachen. Es werden auch immer diese Fünferkette, diese 5 Ws angegeben, aber ne, denken hilft. Sagt, wer ihr seid, sagt, was passiert ist, sagt, wo es passiert ist, mit Ortsangabe. Und dementsprechend kann dann eigentlich nichts passieren. Der Leitstellendisponent ist, wenn er nicht gerade gestresst ist, überfordert ist, natürlich schaltet er auch, wird euch die Sachen fragen, weil es so langsam bekannt ist, aber macht es einfach, dann ist der Junge auch glücklich. So, jetzt wollte ich euch nochmal... Ach, da ist ja eins. So. Gut. So, es sind ja auch viele Jüngere unter euch und da ist es natürlich auch so, dass man sagt, so, okay, ich kann... Ich bin jung, mir macht das nichts aus, ich kann ruhig mal so 2-3 Bierchen trinken, ich kann mir auch mal schön was rauchen. Ihr liebt dieses Geräusch, hä?
Nein, ich gebe zu, dass ich Windows nutze. Ich spiele auch gerne, deshalb nutze ich das. So, also wie gesagt, sind natürlich auch einige Jüngere unter euch und die sagen sich, habe mich damals auch nicht ausgeschlossen. Naja, so nach 2-3 Bierchen kann ich ruhig noch fahren, nachdem ich was geraucht habe. Aber dazu habe ich noch ein kurzes kleines Video. Moment, natürlich machen wir das Ganze auf Vollbild. Kann man das Licht was dämmen oder geht es? Oder? Na gut, oder seht ihr das alle hinten? Einfach nur zu sagen, wir sind auch nur Menschen und uns, auch wenn wir gerne so harte Storys erzählen und immer 5 Leichen rausgeschnitten, auch ich habe mehrere Nächte lang nicht geschlafen wegen so einer Scheiße. Und man tut uns auch damit einen Gefallen, das Ganze zu vermeiden, nicht nur den anderen Opfern, Familien, sondern auch wir, dass wir ruhige Nächte haben. Ja, jetzt haben wir 23.53 Uhr. Ich bin mit meinem Gelabere und Präsentation und Vorzeigen soweit fertig. Ich würde mich freuen, angeblich soll es irgendwas hier so danach geben, wie dass ihr die Möglichkeit habt, diesen Vortrag zu bewerten. Würde mich freuen, auch über, natürlich sehr über positive Kritik, auch wenn er sagt, das und das hat mir nicht gefallen, das und das könntest du besser machen. Ich mache ja auch nicht jeden Tag Vorträge, sodass ihr mir dazu was sagen könnt. Fragen sind natürlich herzlich willkommen, da könnt ihr gleich nach vorne kommen. Oder diejenigen, die sagen, hey, können wir das und das nochmal machen, kann ich mal eine stabile Seitenlage üben, könnt ihr auch machen. Freue ich mich, wie gesagt. Ansonsten seid ihr entlassen. Wer natürlich jetzt sagt, so, hey, sowas möchte ich auch mal machen oder kann ich mir das im Cert mal angucken? Sicher, ihr seid herzlich willkommen. Der Sanitätsraum ist der B04. Ist auch mit der schönen Flagge mit dem Roten Kreuz vorne gekennzeichnet. Da könnt ihr jederzeit reinkommen. Natürlich nicht so gegen 5 Uhr morgens, es wäre schon nett, wenn ihr das zu den laufenden Kongresszeiten macht. Kommt da einfach vorbei, sagt, ich würde mal gerne sowas mitmachen, kannst mir noch mal was erklären. Ist kein Problem, wir sind immer für euch da. Also wir machen sowas wirklich nicht mit, wir haben keine Zeit.